Razzia bei einem Pflegedienst in Berlin vergangenes Jahr. 1 Million Euro soll geflossen sein für Pflege, die nie stattfand. Es war eine der ersten Polizeiaktionen, weitere in ganz Deutschland folgten. Die Ermittler denken, dass organisierte Kriminalität dahinter steckt. Wir haben bei einer Durchsuchung in einem Schließfach sehr, sehr viel Bargeld gefunden, im hohen fünfstelligen Bereich. Goldbarren gefunden. Hinweise gibt es, wenn wir Personen haben, die verurteilt worden sind, weil sie zum Beispiel wegen eines Gewaltdeliktes, eines Mordes angeklagt waren, die jetzt auf einmal sich im Pflegedienstbereich tummeln. Gewalttäter in der Pflege? Er hat das erlebt. Dieser Pfleger aus Ostdeutschland arbeitete bei einem betrügerischen Dienst. Er wollte nicht mitmachen, erzählt er. Als er die Behörden informieren will, bleibt das nicht unbemerkt. Zwei Hühnen mit russischem Akzent kamen rein. Ich sollte aufhören. Ich sagte, dass ich meinen Namen nicht unter einen Betrug setze. Das nächste war ein Schlag ins Gesicht, dann in den Magen. Ich wurde bewusstlos und fiel zu Boden. 1, 2 und 3. Unfassbar für Pfleger Philipp Jantke. An diesem Morgen ist er zu Besuch bei einer schwer dementen Patientin. Morgenwäsche, anziehen, Medikamente geben und Frühstück machen. Das alles in einer Stunde. Er arbeitet gewissenhaft, protokolliert täglich. Betrügen kommt für ihn nicht in Frage. Es wäre aber einfach. Es ist ja niemand da, der dich täglich beobachtet bei deiner Arbeit, ne? Also kannst du theoretisch, könntest du hier einfach nicht erscheinen, kürzen und wieder gehen und das würde keiner mitbekommen. Ja? Das muss man leider so sagen. Es ist, theoretisch ist es einfach, genau. Das heißt, das System ist total leicht auszutricksen. Total. Etwa 70 Milliarden Euro schwer ist der Pflegemarkt in Deutschland. Es lässt sich viel Geld verdienen. In dieser Straße lebte Eduard C. Der Rentner klagte über Beinschmerzen. Er könne nur noch am Stock gehen, sich nicht selbst waschen. Er wird als Pflegefall eingestuft. Ein Pflegedienst wird beauftragt. Monat für Monat rechnet der ab. Mal sind es um die 500, mal fast 1.200 Euro. Dieses Video weckt Zweifel, ob der Rentner wirklich Hilfe brauchte. Der pensionierte Schauspieler, links im Bild, zeigt, was er kann, während er sich angeblich zu Hause beim Duschen helfen lassen muss. Der Fall ereignete sich in Berlin. Efraim Gothe ist hier Stadtrat. In seinem Bezirk leben viele Sozialbedürftige. Für die zahlt die Kommune die Pflege. Er kennt die Tricks im Pflegegeschäft. Das geht eben so weit, dass der Patient vorher medikamentös in einen bestimmten Zustand versetzt wird und dass zum Beispiel, um die Bewegungsbehinderung vorzutäuschen, ein Rollator ins Zimmer gestellt wird oder um zum Beispiel Inkontinenz vorzutäuschen, Windeln mit diesem Geruch in der Wohnung deponiert werden, damit dann der Träger des Sozialdienstes, der das feststellen muss, den Eindruck gewinnt, dass diese Pflegebedürftigkeit wirklich vorliegt, das dann attestiert und auf der Basis dann die Leistung in den nächsten Monaten erbracht wird, ohne dass der Patient dann tatsächlich diese Leistung erhält. Im Fall des tanzenden Senioren stellte der Bezirk Strafanzeige. Das Video wurde Beweisstück vor Gericht. Die Richterin ist überzeugt, Pflegedienst und Rentner hätten betrogen. Im Urteil heißt es, Eduard C. habe erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen vorgespielt, um eine erhöhte Pflegebedürftigkeit vorzutäuschen. Laut Urteil wurde das von Pflegekräften fälschlicherweise abgezeichnet, ohne dass Leistungen erbracht worden sind. Also dieses ist ein Fall, der wirklich offensichtlich zeigt, wie dreist solche Art von Betrug betrieben wird. Er schadet vor allem erstmal dem Steuerzahler, weil er Leistungen in Anspruch nimmt, die aus Steuergeldern finanziert werden oder aus Beiträgen von den Krankenversicherungen. Und er schadet halt überhaupt dem Image der ganzen Branche. Das Gericht verurteilte die Chefs des Pflegedienstes wegen gewerbsmäßig begangenen Betruges und den Pensionär wegen Beihilfe. Die Angeklagten weisen alle Vorwürfe zurück, beteuern ihre Unschuld und haben Berufung eingelegt. Nun droht ein langer Rechtsstreit.
Also solche Ermittlungsverfahren sind sehr schwer zu führen, weil sie natürlich in der Beweisführung mit sehr viel kleinteiligen Dingen zu tun haben. Sie müssen den Betrug nachweisen, dass eine Pflegediensthandlung, das Anziehen eines Gummistrumpfes nicht erfolgt ist. Inzwischen ist Pfleger Philipp Jantke unterwegs zu seinem nächsten Patienten. Dass viele Pflegedienste Luftleistungen abrechnen, sei in der Branche bekannt, erzählt er. Man hört schon einiges, vor allem von Kollegen, die jetzt neu bei uns ins Team dazugestoßen sind. Da fragt man halt mal nach, wie war es denn bei dem alten Arbeitgeber, bei dem anderen Pflegedienst. Und dann hört man schon einiges, ja, dass da krumme Dinger laufen, sage ich mal. Ja. Es ist schon bemerkenswert, wenn man sieht, wie viele Gelder gewonnen werden, obwohl es ja teilweise nur kleine Beträge sind. Also einzelne medizinische Handlungen sind ja nicht kein Kostenträger. Das Anziehen eines Gummistrumpfes kostet, glaube ich, 10 Euro. Mache ich das morgens und abends, dann habe ich 20 Euro, die ich abrechnen kann. Mache ich das 7-mal in der Woche, habe ich 140 Euro. Mache ich das den ganzen Monat, bin ich bei 560 Euro. Das ist ja keine Summe, wo man sagt, ja, wovon redet der, von organisierter Kriminalität? Habe ich jetzt 100 Patienten, bei denen ich das mache? Ist die Summe schon eine ganz andere. Die Polizei schätzt, dass die Betrüger deutschlandweit 1 Milliarde Euro abgezockt haben. Ihre Patienten finden sie etwa durch Anzeigen in russischsprachigen Zeitschriften. Eine bewirbt Friseurdienste, Maniküre, Pediküre und vieles andere, und zwar kostenlos. Alle Ausgaben tragen die Krankenkassen und das Sozialamt. Doch die übernehmen solche Leistungen gar nicht. Vermutlich zielt diese Werbung gar nicht auf Pflegebedürftige, sondern lädt zum Betrug ein. Es ist festzustellen, dass dort, wo geschlossene Sprachräume da sind, wohl eine gewisse Anfälligkeit sich entwickelt. Alle machen mit, weil sie was davon haben, das zu Lasten der Versicherten. Aber das ist genau das Problem. Wir müssen mit intelligenten Strukturen den Tätern auf die Schliche kommen. Weil das bisher zu wenig passiert, nehmen einige Kommunen die Sache selbst in die Hand. Wir begleiten einen unangemeldeten Hausbesuch in Berlin-Charlottenburg. Die Pflegedetektivin muss unerkannt bleiben. Unterwegs mit versteckter Kamera. Guten Tag, wir kommen vom Bezirksamt. Dürfen wir reinkommen? Ja, bitte. Die Hausbesuche sind aufwendig, aber aufschlussreich. Manchmal ist es so, was wir zuweilen erlebt haben, dass Patienten, die schon einen relativ hohen Pflegegrad hatten, sprechen ja von zum Beispiel einem Pflegegrad 3, sehr mobil auf einem Fahrrad gesehen wurden. Das sind sogenannte Zufallsbefunde. Und das wird dann natürlich entsprechend verarbeitet. Dieser Patient wird von einem Pflegedienst versorgt, der schon in der Vergangenheit betrogen hat. Der Rentner ist kooperativ, erklärt, welche Leistungen er bekommt. Wie oft kommt denn jemand für die Körperpflege? Na, die kommen einmal in der Woche. Seine Angaben vergleicht die Mitarbeiterin später mit den Unterlagen des Pflegedienstes. Es stellt sich heraus, der hat auch in diesem Fall mehr abgerechnet, als er geleistet hat. Die Pflegedetektivin überrascht das nicht. Es seien immer dieselben, die auffallen, sagt sie. Was wir feststellen mussten, ist, dass zum Beispiel ein Pflegedienst vom Markt geht und der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, Pflegedienstleitung, manchmal auch in veränderter Personalform bei einem neuen Pflegedienst wiederum die Führungsetage des Pflegedienstes besetzen. Das ist leider nicht selten. Diese Masche ist für SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach nicht neu. Er kämpft seit Jahren gegen den Pflegebetrug, bisher mit mäßigem Erfolg. Wir sehen das jetzt, also Geschäft geht weiter. Daher müssen die Zugriffsmöglichkeiten der Kontrollbehörden erneut erheblich ausgedehnt werden. Es müssen Schwerpunktstaatsanwaltschaften angeregt und finanziert werden. Es muss besser ermittelt werden. Und wir müssen versuchen, an die Hintermänner dieser Pflegemafia heranzukommen. Pfleger Philipp Jantke ist bei seinem letzten Patienten für heute angekommen. Er macht seine Arbeit gerne, aber gemessen an seiner Leistung verdient er wenig. Natürlich denkt man sich dann, ey, das ist Wahnsinn. Ja, du ackerst hier für einen Apfel und ein Ei und die machen da Millionen. Da fragst du dich echt, was läuft hier verkehrt in unserem System? Ja? Und da laufen einige Dinge verkehrt scheinbar. Und ja, wie gesagt, ich hoffe einfach nur, dass die Politik da dementsprechend Schritte einleiten wird, die das verhindern.
Weil das bis heute nicht gelingt, fehlen Milliarden für Menschen, die Pflege wirklich brauchen.